Willkommen zur 10. Episode des Goldschmiedehaus-Podcasts Schmuckstücke, Künstler im Fokus. In dieser Episode wird es um den Schmuckkünstler Klaus Buri gehen, der als Fotograf und Bildhauer große Anerkennung genießt. Heute ist er hauptsächlich für seine monumentalen Skulpturen im öffentlichen Raum bekannt. Doch seine Anfänge entstammen einer traditionsreichen Hanauer Goldschmiedefamilie. Anfang der 60er Jahre besuchte er die staatliche Zeichenakademie in Hanau und ließ sich zum Goldschmied ausbilden. Nach einem Designstudium in Pforzheim zog es ihn in das pulsierende London der ausklingenden 60s. Schrille Mode, subversive Kunstströmungen und die neu aufkeimende Rockmusik bestimmten die Untergrund- und Jugendkultur. In diesem Klima geistiger Freiheit wandte sich Klaus Buri der aufkommenden Pop-Art zu. Er kreierte farbenfrohen Schmuck in einer bis dahin ungewöhnlichen Formsprache und setzte sich damit über den konventionellen Schmuck hinweg. Er wurde zum Vorreiter einer Strömung in der Schmuckkunst, die heute unter dem Begriff Autorenschmuck zusammengefasst wird. Mit exakt aufeinander abgestimmten Mischungen von Metall konnte Klaus Buri ein System von Legierung entwickeln, das gezielte, gleichbleibende Farbabstufungen ermöglichte. Klaus Buri war nun in der Lage, das Metall ähnlich wie die Farben eines Aquarellkastens zu nutzen. Die Legierungen setzte er virtuos ein und ließ auf diese Weise Zeichnungen und Malerei in Metall entstehen. Zwei Broschen aus der Sammlung des Deutschen Goldschmiedehauses Hanau zeigen diesen Effekt. Sie demonstrieren die Fülle der unterschiedlichen Farbnuancen, die mit den Metalllegierungen erzielt wurden. Buri konnte sie zu einer Art Gemälde zusammenstellen. Beide Broschen spielen mit der Andeutung von Landschaft und Tiefenwirkung und überraschen durch ihre individuelle Ästhetik.